Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget, yay! Ich bin ein bisschen erkältet, verzeiht mir, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Genau, was haben wir denn hier so zu tun? Ich weiß es selber gar nicht, was wir heute so zu tun haben. Ich bin schon mit der Alu ziemlich weit, ich bin fast durch. Und dachte, ich mache einfach mal wieder so ein Video, in dem ich eigentlich gar nichts mache, aber ein bisschen laber, weil ihr habt ja gesagt, ihr wollt das haben und ich habe nichts zu zeigen und ja, deswegen mache ich trotzdem irgendwas. Genau. So, ich würde sagen, ich habe heute auch schon die ganzen Kämpfe soweit erledigt, das ist ziemlich cool. Ich habe, glaube ich, sogar schon 5-mal ins Klo geworfen. Jawohl, das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich hier eine Feuerfrucht zu verfüttern. Da verknotet sich gleich meine Zunge. Und eine Schattenfrucht haben wir auch zu verfüttern. So, dann würde ich sagen, machen wir als erstes mal ein paar Mal am Glücksrad drehen. Jawohl. Verzeihung. Haben wir irgendwo etwas Billiges bekommen? Ja, das hat halt 194. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Okay. Ja, wir schmeißen immer den günstigsten Gegenstand ins Klo und hoffen. Weil meistens sind die danach irgendwie mehrer wert. Nein, dieses Mal nicht. Dann kann ich es gleich wieder wegschmeißen. Und die anderen Items heben wir erstmal auf, weil vielleicht haben wir ja morgen Glück im... bei der Hexe. Was will denn die Hexe heute? Die Hexe will heute Ringe haben. Dann können wir gleich den Ring reinschmeißen, wenn er nicht viel wert ist bei der Schmiede. Der ist nicht viel wert. Wunderbar. Schon wieder 5 Millionen Gold gemacht, beziehungsweise 2,5 Millionen. So, dann wollte ich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie unsere Begleiter mal besser ausstatten können mit Steinen. 874. Die Steine sind jetzt, die jetzt kommen, nicht so überwältigend gut. Ich erkläre auch gleich, warum. Ja, dann haben wir noch einen Stärkestein mit 869. Da hätte man... Ja, der hat hier... Ja, den kann man mal aufheben. Ja, was soll's, den kann man mal reinklatschen. Und dann haben wir noch die Kunigunde mit 893. Okay, das ist ein fetter Stein. Haben wir hier irgendwo einen schlechten vielleicht drin? Ah, die hat ziemlich gute Steine, muss ich mal sagen. Die Kunigunde hat ziemlich gute Steine. Dann heben wir den auch erstmal auf. Vielleicht kommt hier irgendwann mal ein neues Item nach, wo ich ihn dann gleich brauchen kann. So, meine Kämpfe habe ich heute auch schon alle gemacht. Seht ihr, 0 von 10. Das passt. Ansonsten... Ja, wie sieht's so bei meinem Charakter aus? Die Fortschritte gehen weiter und weiter und weiter. Ich bin jetzt bald bei 24.000 Stärke. Meine Ausdauer. Ich muss, glaube ich, mal meine Ausdauer irgendwann mal nachziehen. Ich glaube, ich habe zu wenig Leben. Genau. Derzeit skill ich allerdings Stärke, weil ich werde die nächste Zeit wahrscheinlich sowieso nichts legen. Und deswegen dachte ich mir, egal. Ist egal. Die... Ausdauer... Ich meine, ich habe hier diesen einen Gegner, der mich sowieso gleich umholzt. Und ich habe hier den Gegner, der mich gleich umholzt. Das kann ich euch mal sogar kurz... Warum geht das nicht? Okay. Reloaden wir mal schnell die Seite, weil irgendwas funktioniert gerade nicht. Jetzt, Marker. Ja, weil selbst wenn ich bei dem mehr Leben hätte... Ja, ihr seht schon, hätte mir jetzt auch nicht wirklich geholfen. Daher bräuchte ich schon sehr, sehr, sehr viel Leben mehrer, damit... mir das was gebracht hätte, beziehungsweise es bringt eigentlich der Lebenstrank, bringt eher am meisten. Aber hat jetzt die nächste Zeit eh keinen Sinn, dass ich das probiere. Würde nur Pilze kosten und brauche ich jetzt erstmal nicht. Irgendjemand meinte sogar, ja, wenn ich jetzt, wer hat das geschrieben? Der Divide. Ich habe Makabos Neugier gefragt, wie weit der Wirbelsturm Dungeon ist. Meint, mein aktueller Gegner im Wirbelsturm ist 892 Flederdämon. Wenn du Tränke drin hättest, dann könntest du es bestimmt auch packen. Das wäre auch eine gute Idee für eine neue Folge. Also das glaube ich nicht. Erstens ist Makabo einer der stärksten auf dem Server. Ich glaube, Dreadnought könnte sogar noch ein bisschen stärker sein. 996. Ah, gut, gleich eigentlich. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er halt hier mit... Er hat noch mehr Stärke und noch viel mehr. Also das ist gar kein Vergleich. Bei 1350. Also, nee. Also viel stärker als ich. Da kann ich gar nicht mithalten.
Und es ist ja so, dass ich glaube, im Wirbelwindsturm oder Wirbelwindsturm, dass sie noch zwei oder drei starke Gegner kommen und danach, glaube ich, kann man bis Etage 900 oder so eh relativ lockerflockig durchziehen, weil dann der Anstieg der Gegner gleichmäßig und chillig sein soll. Genau, deswegen, erstmal werde ich hier keine großartigen Fortschritte machen, das ist leider so. Dann haben wir hier natürlich noch die Festung. Da greife ich jetzt mal an mit 6 Einheiten. Zack, zack, zack. Zack, jawohl, 5 hätten auch gereicht, ist mir egal. Ich muss mit 6 angreifen und dann habe ich noch einen mit 7. Aber dann kann ich jetzt nicht angreifen. Wie gesagt, ich bin hier fleißig am Machen in der Festung, aber das zieht sich wie Kaugummi. Bin jetzt schon auf Rang 65 mittlerweile aufgestiegen. Aber ihr seht schon, es wird noch lange dauern, bis ich hier meinen Erfolg habe. Ich mache das alles für einen einzigen Erfolg, für 5 verdammte Skillpunkte auf das. Also das ist überhaupt nicht wert, was das in Zeit frisst. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir das machen. Genau, ich quest ja mittlerweile schon mit 100% sogar. Da freue ich mich, dass ich 0,01% drüber bin. Ansonsten, genau, ja, was ich sagen wollte, warum ich dieses Video überhaupt drehen wollte, ist, jetzt greifen wir erstmal hier an. Schwupp, schwupp. Aber Blacky, du hättest vorher noch skillen können, dann hättest du 76 Stärkepunkte mehr gehabt. Ja, dann hätte ich dem wahrscheinlich 5 Lebenspunkte mehr abgezogen oder so. Das hätte nicht viel ausgemacht und ich bin damit zufrieden, dass ich 32 Millionen Schaden gemacht habe. Das ist gar nicht schlecht. Sobald ich den ersten Hit überlebe und danach einen Crit nachsetze, bin ich generell immer mit dem Versuch zufrieden. So, genau, was ich sagen wollte, wir haben hier neue Member und so weiter. Und jetzt sind unsere Ritterhallenpunkte natürlich drastisch nach unten, also richtig krass nach unten. Und die neuen müssen jetzt erstmal hier irgendwie nachziehen, was das angeht. Da dürfen sich ein paar Leute hinhalten hier. Porky zum Beispiel. Das wäre nicht schlecht für Level 45. Da könnte man schon den einen oder anderen Ritterhallenpunkt nachgezogen haben. Ansonsten die anderen, ja, sind jetzt halt ziemlich am Anfang und ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die dann irgendwie die Ritter alle hochgezogen haben. Wäre nicht schlecht, wenn wir ziemlich bald auf 800 kommen würden, damit die Steine wieder besser sind, weil die Steine, die jetzt rauskommen derzeit aus der Mine, sind nicht so prickelnd. Aber was soll's, je früher man anfängt, sich neue Member zu suchen, desto besser. An alle anderen, die sich beworben haben und jetzt nicht in der Gilde sind, also derzeit sind wir halt voll. Aber ich sag's jetzt mal so, es wird definitiv bestimmt wieder ein Platz frei. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass einer von den Neuen bald schon sagt, nee, ich hab doch keine Lust oder was auch immer. Also wenn ihr unbedingt zwanghaft ganz dringend super doll dabei sein wollt, dann würde ich einfach nur Geduld haben, vielleicht nebenbei den Char-Leveln und irgendwann, wenn mal wieder zwei, drei Leute inaktiv sind, werde ich bestimmt nochmal ein Video machen und sagen, hey, jetzt suche ich. Und da haben natürlich dann die Leute, die schon ein höheres Level oder vielleicht sogar eine höhere Ritterhalle, also ich würde jemanden mit Level 100 und Ritterhalle bevorzugen gegenüber jemanden, der Level 300 ist, nur so nebenbei. Ritterhalle spielt sich, verbessert jeden Charakter in der Gilde und ein Level 300er bringt auch nicht unbedingt mehr. Deswegen würde ich das bevorzugen. Wobei es natürlich unverhältnismäßig ist, weil. Ey, ist ja auch egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau, deswegen einfach nur weiterleveln und nebenbei gucken. Und irgendwann werdet ihr bestimmt nochmal die Gelegenheit bekommen. Und dann könnt ihr bei uns bestimmt mitmischen bei der Werwolf-Legion. Also nicht verzagen. Schön fleißig nebenbei weitermachen. Und dann kriegen wir das schon irgendwann. So, wie sieht es auf den anderen Servern aus? Ja, S1. S30 meine ich. Ja, der Char ist halt hier hardcore am Chillen. Ich mache mit dem so gut wie gar nichts mehr. Ich bin einfach zu faul. Zu faul geworden, dass ich mit dem Char auch noch was mache. Generell habe ich zurzeit wenig Lust auf das Spiel an sich. Und ja, ich muss mich ein bisschen bei Laune halten. Zock's nur noch stark nebenbei und naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber mein S1-Charakter, mein S30-Charakter ist halt einfach zurzeit nicht Priorität Nummer 1. Ich schaue, dass ich hier meinen S4-Charakter mache und den hier halt nebenbei nur noch Stadtwache mache. Der hat bald seine 1 Milliarde. Dann kann ich mit dem Charakter. Kann ich mit dem Charakter hier auch mal wieder ein Video machen. Dann werde ich nämlich alles skillen und vielleicht sogar ein bisschen blättern. Das muss ich gucken. Ah, da habe ich heute schon gedreht. Vielleicht ein bisschen blättern. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mit dem mache. So, und hier kann man auch nochmal. Theoretisch könnte ich die umhauen, aber ich vergesse mit dem täglich immer die Angriffe zu machen. Das ist echt. Keine Ahnung, warum ich das mit dem Charakter immer vergesse.
Ich hatte die ja schon auf 50% und dann vergisst man plötzlich 5 Tage mit dem keinen Charakter anzugreifen. Oh, naja, ist ja auch egal. Genau, so sieht's aus. Ja, der Charakter macht eigentlich gar nichts. Also der macht wirklich 10, der und der, der ist 30 Charakter, die machen halt wirklich gar nichts. Das Einzige, was der noch macht, ist hier Pets, damit das Lichtpad irgendwann auf 100 ist. Dann wird auch ein bisschen stärker. Aber ich krieg halt in der Woche 3 oder 4 Früchte. Naja, alle 5 Tage 3 oder 4 Früchte. Das ist halt, ja, überschaubar. Wird dauern, aber egal. Mit dem Charakter habe ich noch nicht. Mit dem Charakter hier habe ich mich noch nicht mal um die Erfolge gekümmert. Ich könnte hier machen. Den könnte ich machen. Den könnte ich machen. Den könnte ich machen. Warum habe ich den noch nicht? Okay. Keine Ahnung. Den könnte ich auf jeden Fall machen. Den könnte ich eigentlich auch machen. Das stimmt eigentlich. Muss ich mal schauen. Ja, wie gesagt, der Teil ist derzeit so uninteressant für mich geworden. Das ist so krass. Keine Ahnung. Nachdem auch die Orden weg sind. Also das war. Pff, das hat mich richtig getiltet eigentlich. Ein Pilzdealer Pilze kaufen. Aha. Wusste ich gar nicht, dass ich das mit dem Char gemacht habe. Naja, ist ja auch egal. So, wie gesagt, die zwei Chars hier sind relativ am Chillen. Und ja, der Char macht halt täglich seine 320 Alu und vegetiert auch so ein bisschen vor sich hin. Viel mache ich mit dem nicht. Meine 10 täglichen Angriffe. Ich mache die Pets. Ich mache Alu und. Boah, keine Ahnung. Zurzeit sehr inaktiv in dem Spiel. Ich ratter das Zeug halt runter. Bis ich mal wieder irgendwie. Bis vielleicht mal wieder nicht umkommt. Das wäre nicht schlecht. Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte auch theoretisch in der Schmiede mal meine ganzen Gegenstände verbessern. Das könnte ich theoretisch wirklich mal machen. Oder dass ich einen Gegenstand mal auf 10 verbessere. Aber es macht halt momentan einfach relativ wenig Sinn, weil ich werde danach sowieso nichts schaffen. Also ich müsste eigentlich warten, bis ich stärker bin oder bis ein Update kommt, das mich dann nochmal stärker macht und dann könnte ich upgraden und dann könnte ich mal ein bisschen was schaffen. Aber das ist dann auch so. Dann haust du halt alles raus, was du jetzt seit dem Schmiede-Update da ist, haust du dann alles raus. Das mu muss man gucken. Wie gesagt, wenn einmal alles auf 10 geupgradet ist und du bekommst ein neues Item, dann ist das ja relativ schnell wieder upgegradet. Aber ich möchte halt, wie gesagt, erst einmal sammeln, bis ich vielleicht 1 Million oder so habe, dann alles upgraden und ja, dann ist man an diesem einen Punkt, wo es einem egal ist. Wo man eigentlich relativ schnell dann, wenn ein Item nachkommt, das auch gleich wieder auf Maximum hat. Das ist halt jetzt, ist es jetzt nicht mehr so einfach wie früher. Ich meine, früher hast du einfach so, oh, mein Equipment ist scheiße. Da, 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 da. Ich blätter einfach 20, 30, 40, 50, 6, 200 Mal, hab komplett neues Equipment, fertig. Ja. Jetzt, wenn du das blätterst, dann hast du 10 neue Items, dann müssen alle Sockel haben. Wenn du keine Sockel hast, dann musst du auch noch Sockelsteine reintun. Dann musst du sie noch verzaubern und dann musst du sie noch in der Schmiede upgraden. Und also das Spiel ist so. Pff, du kannst einfach nicht mehr so locker flockig einfach mal dein ganzes Equipment austauschen, weil du dann noch schlechter bist als vorher. Selbst wenn die Items an sich besser sind, bist du dann noch schwächer, weil du die Items noch auf 3 verschiedene Art und Weisen upgraden kannst. Durch die Steine, durch den Schmied und. Durch die Hexe, wobei die Hexe das geringste Übel ist. Das kostet nur ein bisschen Geld. Die Steine nehmen halt Platz weg. So viel Platz ist halt schwer. Dadurch, dass man 5 Items auch noch täglich in die Schmiede. Ah, boah, das ist echt krass geworden. Das ist irgendwie früher viel bequemer zu spielen gewesen, teilweise. Es ist natürlich interessanter, weil man viel mehr Sachen machen kann, aber ich finde, für Let's Plays ist es dann gar nicht mehr so gut geeignet, das Spiel. Weil man nicht mehr so geile Sachen zeigen kann, wie ich mache mal ein Epic-Event und hole mir 10 neue Epics. Das geht halt einfach nicht mehr so. Naja, könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich habe eh nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das meiste, was ich so sagen wollte, habe ich durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.